Das PXS 3000 ist mit Reglern ausgestattet, die man benutzen kann, um den Sound zu verändern, Effekte und Parameter zu steuern und das alles in Echtzeit. Man hat 14 voreingestellte Parametersets, mit denen man die Regler belegen kann. Das schauen wir uns näher an. Wir scrollen durchs Menü, Control und Knob. Da haben wir die verschiedenen Sets und ich suche mir mal Filter aus. Da haben wir Cutoff Frequency und Resonance. Doch der interessanteste meiner Meinung nach ist die Nummer 14, DSP Parameter. DSP bedeutet Digital Signal Processing. Das sind Effekte, die man auf seine Sounds legen kann. Das PXS 3000 ist mit 100 Effekten ausgestattet und diese können wir mit den Reglern regeln. Man sieht hier, dass die Regler auf DSP-Parametersteuerung eingestellt sind. Wir wollen jetzt den passenden Effekt dazu finden. Dazu gehen wir hier auf Control und auf DSP. Hier kann man die verschiedenen anwählen. Ich gehe mal auf Phaser und dann sollte sich schon was tun. Die DSP-Parametersteuerung ist natürlich ein super Tool, um seine Sounds zu gestalten. Wenn ihr aber noch mehr Kontrolle haben wollt, könnt ihr natürlich das Pitchbend Wheel benutzen oder ein Expression Pedal. Ich habe das hier angeschlossen. Man hat einige Funktionen zur Auswahl. Diese wählt man hier an. Funktion. Dann geht man auf Pedal und Wheel. Dann geht man auf Expression Assign Pedal. Auf Pedal Target. Und hier kann man diese anwählen. Einfach ausprobieren, es macht super viel Spaß.